So, herzlich willkommen hier in der Meister-Singer-Halle in Nürnberg zur Vorstellung der Frühjahr-Sommer-Frisuren-Trends des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks. Reflection on Nature, das ist der Slogan in dieser Saison. Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind inzwischen inmitten der Gesellschaft angekommen und der ökologische Fußabdruck hat auch die Modewelt erreicht. Man denkt nach, das merkt man auch in den Frisuren, die überzeugen mit sanfter Bewegung, mit leichtem Volumen und mit schlichter Natürlichkeit. Naturalismus, das ist das Wort 2020. Inspirationen aus Wiesen, Feldern, das Meer, Farben, die erdig sind, pastellige Töne und naturale Materialien. Nach dieser Richtung gehen wir in Farbe und Frisuren. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß jetzt mit der Show. Und mit dem Workshop lassen Sie sich beeindrucken und Lust auf Veränderung machen. Dankeschön. Egal ob bei den Männern oder bei den Frauen, längere Haare sind blend und auch Wellen auf längeren Haaren. Weg von den hochrasierten Undercuts, nicht mehr diese Barbercuts. Es darf wieder Fülle am Haar sein, wenn Sie schauen. Ist ein bisschen ungewöhnlich. In den Salons haben wir natürlich meistens noch rasierte Scheitel und angeschnittene Fasson. Überall ist Textur am Haar, das heißt überall kennbar und grafische Linien. Auch wieder dieser Naturalismus, dieses Bio, auch die Farbe am Ansatz dunkler und in den Längen eben heller, dass es ganz natürlich aussieht. Eine sehr wilde Struktur, sehr unruhig, aber dadurch naturalistisch. Ja, wer kann es besser rüberbringen als unser Lennart mit diesem Surferlook 2020 mit ganz viel Sommer, Sonne, Meeresfeeling. Dankeschön, Lennart. Gerne. Ja, auch diese Struktur und er hat dieses Weizenblond. Danke. Modeswirrl, da wird gecurlt, da wird gelockt und erstmal wird der Haarschnitt erstellt. Das heißt, wir beginnen an den Seitenpartien und im Nackenbereich, auch im Hinterkopfbereich. Es wird eine lange Graduierung erstellt und zwar im hohen Winkel, dass quasi hier auch Kompaktheit in den Konturbereich bleibt. Dann gehen wir direkt, also wir verwenden die Länge. Und gehen in den Übergang zum hinteren Oberkopfhaar, dass man eine gleichmäßige Textur erhalten, wird uniform gestuft. Wenn ich damit fertig bin, suche ich mir den höchsten Punkt und gehe dann mit Längenzunahme nach vorne. Das heißt, ich will ja diesen Eyecatcher, diese vordere, dieses Passé soll ja richtig wirken und dadurch wird dann am Schluss, wenn ich die Seiten anpasse, also ich muss dann eine Verbindung von den Seiten zum Oberkopf erstellen,
Das ist aber ganz wichtig, dass nur die hinteren Seiten vom Oberkopf eine Verbindung geschaffen wird. Zwischen hier und hier, dem vorderen, wird keine Verbindung geschaffen. Diese Textur bleibt einfach unbehandelt, ohne Verbindung, sodass sie wirkt. Das darf ein bisschen rausbrechen. Die Harmonie ist in diesem Bereich. Später wird das Stirnmotiv dann natürlich, im natürlichen Fall, mit der Stirnspitze erarbeitet. Und ganz wichtig ist dabei, ich gehe da ein bisschen in die leicht konvexe Form. Und wenn wir dann fertig sind, also das heißt die Konturen im Nackenbereich auch alles in Kamm und Schere erstellen, keine Maschine, keine Konturenmaschine, sondern alles ganz zart mit der Schere und auch wieder, wie ich es gerade schon erklärt habe, die Haare sollen bis zum Konturenbereich kämmbar sein. Also ihr sollt Fülle bleiben. Dann kriegt der Moritz auch den Surferlook 2020. So einen Kornblond konnte ich ihn nicht, zum Weizenblond auch nicht überreden. Aber er hat ja schon so schönes, güldenes Haar wie von der Sonne geküsst. Und dann stelle ich mal hin, steigen wir mal ein bisschen ab. Wer mich kennt, weiß, das reizt mich immer. Nicht nur irgendwie wie gerade so ein bisschen einen Schnitt in der Schnitttechnik vom Modeheft machen, sondern so ein bisschen kreativer sein, das machen wir jetzt erstellen und jetzt können wir langsam normal anfangen. Dankeschön. Die Surferlänge, die geht ja von unterhalb vom Ohr bis zum Kragen und auch ein Stück weiter, wird auch als Surferlänge bezeichnet. Da muss man sich eben dann sicher sein, dass man diese Basislänge bestimmt und dann wird hier auch wieder, wie auch beim anderen Haarschnitt, uniform gestuft. Das zieht sich durch, nur wird hier viel auch dann mit der Point-Cut-Technik erarbeitet. Und auch, also hier wird an den Seiten begonnen mit uniformer Stufung. Dann gehe ich auch wieder in den Oberkopfbereich über den Hinterkopf, dass ich die Längen mitnehme, dass der Verlauf stimmt, dass die Stufung stimmt. Und dann ist der einzige Unterschied zum ersten Haarschnitt. Ich gehe natürlich nur subtil, nur ganz weich von der Längenzunahme, nicht zu extrem, weil ich ja vorne nicht diese Masse habe. Im Gegenteil, ich habe ja vorne eher weniger und hinten wird es länger. Und dadurch wird das Stirnmotiv der Pony nicht konvex geschnitten, sondern konkav mit Übergang zu den Seiten. Und auch natürlich am Schluss wieder personalisiert. Musik